Eckhard Rehberg ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Lötsch, wenn Sie als Ursache des Erfolges der AfD die Politik der Großen Koalition sehen, dann müssen Sie mir mal erklären, warum am 4. September in Mecklenburg-Vorpommern die Linke die größten Verluste in der Landtagswahl gehabt haben. Und ja, Sie haben -5% verloren. Sie haben die größten Verluste in Mecklenburg-Vorpommern erlitten. Deswegen würde ich mich erst mal an die eigene Nase fassen, bevor ich auf andere Schuldzuweisungen vornehme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die schwarze Null, das ist Generationengerechtigkeit. Das ist Basis für eine gute Politik. Wir sind 2010 mit 86 Milliarden Euro gestartet, 2014 zum ersten Mal im Ist einen ausgeglichenen Haushalt und jetzt den dritten Haushalt in Folge, wo wir keine neuen Schulden aufnehmen. Und diese Politik hat dazu geführt, dass wir ohne neue Schulden die höchste Investitionsquote mit 36 Milliarden Euro und 11% haben in den letzten 15 Jahren. Diese Politik hat dazu geführt, dass wir die Herausforderung beim Thema Flüchtlinge, Fluchtursachenbekämpfung ohne neue Schulden vornehmen können. Und das hat auch dazu geführt, dass wir mit 52% die höchste Sozialquote in einem Bundeshaushalt seit Generationen, seit Jahrzehnten haben. Und deswegen ist die schwarze Null kein Selbstzweck an sich, sondern es ist Basis für Politik und es ist Basis für Generationengerechtigkeit. Und wir senden zwei Signale. Einmal haben wir vereinbart in der Bereinigungssitzung, dass der über 2,5 Milliarden darüber hinausfließende Betrag des Bundesbankgewinnes wieder zur Tilgung angesetzt wird. Und wir gehen Stück für Stück auf einen Schuldenstand von 60%. Aktuell sind wir bei 63,5%. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen keine Belehrung der EU-Kommission. Deutschland zeigt, dass man mit stabiler Haushaltspolitik die soziale Balance halten kann und auch investieren kann. Und deswegen ist es grundsätzlich falsch, wenn die EU-Kommission meint, dass man über Schulden Investitionen, über Schulden Haushalte finanziert. Wohin das geführt hat, das haben wir in der Eurokrise zu Beginn dieses Jahrzehnts deutlich gesehen. Deswegen ist der deutsche Weg der richtige und den Weg, den die EU-Kommission vorschlägt, das ist der falsche, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben doch gar nicht mehr das Problem, dass nicht genug Geld für Investitionen bereitsteht. Wir haben doch eher das Problem, dass wir in vielen Bereichen das Geld, was für Investitionen bereitsteht, gar nicht mehr umgesetzt bekommen, weil unser Planungs-, unser Baurecht viel zu kompliziert ist, weil unsere Standards zu hoch sind. Planungskapazitäten fehlen bei den Kommunen. Von den 3,5 Milliarden Kommunalinvestitionen sind gerade mal 50 Millionen abgeflossen und gerade mal 1,8 Milliarden gebunden. Wir mussten dieses Programm um 2 Jahre nach hinten schieben. Kita-Investitionen, 1 Jahr verlängert. Wir haben Mühe, das Geld umzusetzen, obwohl im Verkehrshaushalt genug drin ist, bei den Straßen, bei der Schiene, bei den Wasserstraßen. Wir sind mittlerweile so weit, dass jedes Straßenneubauprojekt, was Baurecht hat, auch ausfinanziert werden kann. Und hier kann ich nur sagen, 36 Milliarden Euro, 11% Investitionsquote, die sprechen eine deutliche Sprache. Und auch bei Bildung und Forschung, der Bildungs- und Forschungsetat ist verdoppelt worden. Und deswegen kann ich nur sagen, die schwarze Null ist auch Basis für Zukunftsinvestitionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zur Zukunft gehört für mich auch im Gegensatz zu Ihnen von den Linken auch das Thema Sicherheit. Wir verstärken massiv die Finanzmittel, die Personalstellen im Bereich der inneren Sicherheit. Ein Aufwuchs bei der Bundespolizei für die nächsten Jahre um über 7.000. Und ich erwarte ganz einfach, dass innere Sicherheit auch bei den Ländern, bei allen 16 Bundesländern wieder Priorität hat. Es reicht nicht aus, wenn der Bund
die Bundespolizei um über 7.000 Stellen aufwechseln lässt. Nein, auch die Länder müssen ihre Defizite beheben. Innere Sicherheit muss eine gesamtstaatliche Aufgabe sein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur wegen der Wahl in Amerika, sondern weit vorher hat sich diese Koalition, die Bundesregierung, dazu entschieden, den Verteidigungshaushalt massiv aufwachsen zu lassen. Und auf uns werden und diesen Anforderungen werden wir gerecht. Wir werden in den nächsten Jahren 20 Milliarden Euro mehr für Verteidigung ausgeben, damit auch hier Deutschland seine Aufgabe in Europa und in der Welt nachkommen kann. Wir haben heute Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade beschlossen, dass in den nächsten 3 Jahren über 17 Milliarden Euro an Länder und Kommunen fließen zur Bewältigung der Flüchtlingskosten. Und was ich hier schon für ein Stück aus dem politischen Tollhaus halte, ist das, was der nordrhein-westfälische Finanzminister Herr Borjans in der letzten Woche in Nordrhein-Westfalen veranstaltet hat. 434 Millionen, das ist der Anteil Nordrhein-Westfalens von der Integrationspauschale von 2 Milliarden, das deklariert er als verbesserte Steuereinnahmen. Ich kann dem Landesfinanzminister Herrn Borjans von Nordrhein-Westfalen nur ein Stammbuch schreiben: Dieses Geld ist dazu da, damit die Kommunen auf ihren Kosten nicht sitzen bleiben und nicht zur Sanierung des Landeshaushaltes. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die sogenannte B-Liste zum Bund-Länder-Finanzausgleich auch erfüllt werden. Und zwar Änderung des Artikels 104 und 114. Das heißt, dass der Bund wieder mitbestimmt, was mit dem Geld des Bundes gemacht wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Bundesrechnungshof nicht im Einvernehmen mit den Landesrechnungshöfen, sondern im Benehmen wieder prüfen darf und wieder prüfen kann. Ich halte das für einen der wesentlichen Punkte, wenn ich allein sehe, dass wir heute Morgen über 17 Milliarden in den nächsten 3 Jahren in Richtung Länder und Kommunen als Entlastung rübergeschoben haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, man kann schon rüberschieben sagen, lieber Volker Kauder, der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass jeder 5. Euro aus dem Bundeshaushalt, 71 Milliarden im kommenden Jahr, Finanzleistungen, Finanzhilfen an Länder und Kommunen sind für Dinge, für die der Bund eigentlich nicht zuständig ist. Das heißt, mit jedem 5. Euro entlasten wir Kommunal- und Länderhaushalte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik in dieser Art und Weise noch nicht gegeben. Die gute finanzielle Situation hat sicher etwas mit niedrigen Zinsen zu tun. Sie hat aber auch was mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Die Steuereinnahmen vom Bund, Ländern und Kommunen wachsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer unsicheren Zeit in den USA. Brexit, auch ein Zinsanstieg kann durchaus kommen. Und deswegen sollten wir schon darauf achten, wir sind, Frau Kollegin Lötsch, bei einer Sozialquote von 52% im Bundeshaushalt. Das heißt, mehr als jeder 2. Euro wird für Soziales ausgegeben. Und deswegen müssen wir schon ein Stückchen darauf achten, dass wir uns in dem Bereich nicht überheben. Ich möchte gern zusammenfassen. Dieser Haushalt, es ist der letzte Haushalt der Großen Koalition in dieser Legislaturperiode. Er ist erstens generationengerecht. Er ist zweitens zukunftsfest. Er gibt die richtigen Antworten zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Der Haushalt ist sozial ausgewogen und er ist länder- und kommunalfreundlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Grundstein, dass wir keine Schulden machen, wurde in der letzten Legislaturperiode gelegt. Wir haben in dieser Legislaturperiode hier das Fundament verfestigt und verbreitert. Deswegen kann ich als haushaltspolitischer Sprecher für die Union sagen, die Haushalte der letzten Jahre tragen unsere Handschrift. Herzlichen Dank.